Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes. Ah, das war falsch. Zu den Chroniken einer Stadt heißt es natürlich. Und das am langen Sonntag. Ja Leute, heute ist langer Sonntag. Also, und neuen Abenteuern aus Hundsgrab und den Chroniken einer Stadt. So ist es richtig. Und guck mal, was hier steht. Ich habe erst gedacht, was ist das, was ist das? Und dann ist mir aufgefallen, das ist natürlich ein Wagen mit eckigen Rädern. Den hat der Fassgard gebaut. Unsere Holzlieferung ist angekommen. Ganz viel Schwarzeichenholz, super genial. Birkenholz, was ist hier noch? Hier ist noch Eichenholz, grandios. Hier ist noch Tropenholz. Ein wunderschöner Wagen, der hier erstmal stehen bleiben wird, würde ich sagen, oder? Der Holzwagen. Der Holzwagen von Fassgard. Den lassen wir erstmal stehen. Schwebt so ein bisschen. Na, aber das ist ja, weil er halt so ein bisschen schwebt. Den lassen wir erstmal stehen und werden ihn auch als Holzlager benutzen. Ich kann ja mal gucken, haben wir noch irgendwelche Stämme? Da kommen natürlich dann nur Stämme rein. Ja, heute ist langer Sonntag. Wir haben ein bisschen Zeit, uns um Sachen zu kümmern, um die wir uns sonst nicht kümmern. Hier haben wir noch Tropenholz, hier ist noch Birki. Ja, das andere ist ja verarbeitetes Holz, das kommt hier natürlich nicht her. Wir haben noch 42 Bücherregale, 8 Hundsgraberboten. Da müssen wir gleich mal runter gucken. Krust, ist hier noch irgendwas? Nein. Aber wir brauchen unbedingt hier das hier. Brauchen wir, glaube ich. Und wo ist die andere Sorte von Scheiben, die man immer nicht sieht? Die ist nicht da. Hurra, hurra. Ist die vielleicht bei Holz? Auch nicht. Dann haben wir hier Nahrung und Pflanzen. Jo. Und hier haben wir Steine. Okay, nee. Alles gut. Und wenn wir die Kiste nochmal ein bisschen auffüllen hier von dem guten Fassgard. Das Ding wird hier stehen bleiben. Finde ich so genial. Die haben wir nicht. Schwarzeiche haben wir auch nicht. Birke haben wir. Und da hinten war Tropenholz, glaube ich. Hier hinten drauf gedengelt. Tropenholz. Und da hinten ist ja noch eine Kiste, ne? Hier. Ah ja, Fichti. Wichti, rettet die Fichti. Ich bin ein bisschen laut. Ich muss das Mikro ganz kurz irgendwie einen kleinen Tuck wegstellen. Oh, jetzt hat es bestimmt übelst gerappelt und gerasselt. Jetzt dürfte ich... Naja, ihr hört das ja sowieso nicht. Okay, das Archiv ist fertig. Und es wurde geschrieben, dass ich diese Türen doch von innen reinsetzen soll. Also von innen, von außen. Von so, ne? Dann wäre das Problem nicht so da mit dem Türschließer. Da ist die falsche Else. Hier ist das Archiv. Also hier geht es einmal im Grunde zum Verkauf. Hier haben wir noch ganz viele Zeitungen. Die brauchen wir ja gleich auch nochmal. Ein paar lasse ich aber auch hier, ne? Uns gerade müssen auch noch Zeitungen verkauft werden. Auch wenn die meisten schon die neuesten Nachrichten gelesen haben. Zum Beispiel aus Bocksprung. Hier, das Archiv ist recht spartanisch. Ein kleiner Tisch, wo man so Bücher ausbreiten kann und sonst was. Was ist denn? Ja, du wohnst hier im Archiv, ich weiß. Ich könnte hier noch ein paar Bilder aufhängen. Und da unten läuft, glaube ich, noch die Maschine. Und natürlich die ganzen gelagerten Nachrichten aus aller Welt. So, jetzt gehen wir mal runter zur Maschine. Irgendwo haben noch Scheiben gefehlt, ne? Irgendwo haben noch Scheiben gefehlt. Ich weiß es nicht mehr. Wir werden es noch finden. Hier ist jetzt die einzelne Zeitung. Jetzt müssen wir es mal kurz aufteilen. Passt mal auf. Dann machen wir uns mal ein bisschen Platz hier. Wo ist eigentlich unser Bogen? Wir teilen das hier mal ein bisschen auf. So und so, meinetwegen. Damit alle auch Nachrichten kriegen. Ist natürlich hier limitierte Ausgabe, ne? So. Dann gibt es erstmal Zeitung für alle. Machen wir als letztes. Zeitung für Schlangenstein. 8 Stück. So, Zeitung für Bocksprung. Die werden dann geliefert, ne? Wenn die Post hier vorbeikommt, dann nimmt ihr die mit und liefert die in die einzelnen... Was ist denn hier los? Einzelne Orte. Zeitung für Exsee. Gibt's auch 8 Stück. Zeitung für die Hexenwacht. Gibt's auch 8 Stück. Für die Drachenwacht vom lieben Delfino auch nochmal 8. Für die Falkenwacht am Falkenstein und Falkengebirge in der Falkenruh gibt's auch nochmal 8. Und sogar für den Quallenkopf gibt's nochmal 8 wasserdichte Zeitungen. Und den Rest packen wir hier zusammen und den packen wir jetzt nämlich hier vorne rein. Zeitung für alle. Die kann sich jeder nehmen. Die Zeitung ist ja kostenlos und wird nur über Anzeigen und Spenden finanziert. Aber das läuft recht gut, weil die Leute reißen mir das hier aus der Hand, ne? Also du nicht und du auch nicht. Du willst nur Gammelfleisch kaufen. Du auch ein Schweinefleisch? Herr Runstein, ja. Was gibt's Neues? Also, ihr habt ein Mittel, ihr seid kurz davor, ein Mittel zu erfinden, womit man die verzauberten
Dorfbewohner, so nennt er die, verzaubert, ist ja ziemlich einfach, ist ein Wissenschaftler, wieder zurückverwandeln könnt. Es dauert aber nur noch kurze Zeit. Ihr habt schon ein Kaninchen getestet, die sind explodiert. Ja, das ist sehr gut. Das ist Ilse Bilse. Nee, das ist Ilse Bilse. Keiner Bilse. Und du bist ja die Flora, ne? Meine Güte, alle haben ihren Namen. Jetzt bringen wir das, was machen wir jetzt? Was wollten wir als nächstes machen? Holz haben wir gemacht. Scheiben haben wir nicht gefunden zum Einsetzen. Tante Emmy guckt da im Bache hoch. Dann werden wir jetzt erstmal den Kram hier zurückkrusten. Und dann gehen wir mal in die Stadt, denn wir müssen da noch was verzaubern. Und wir gehen auch gleich noch bei der Bank vorbei. Wähle den kürzesten Weg. Ich glaube hier, ne? Hier dürfte so der kürzeste Weg sein. Ah, hier ist auch die Hölle los. Hier, ja, ich habe mein Bett hingestellt. Das ist aber ziemlich dämlich. Kommt man hier ja durch. Entschuldigung. Kann ich mal durch? Danke. Das scheint zu funktionieren. Also die kommen ja nicht viel weiter, ne? Die können natürlich hier. Hier können sie rüberspringen. Ja, habe ich jetzt gerade kein Holz dabei. Verdammt. Okay, wir müssen mal zur Bank und dann zum Verzauberungsraum, denn wir haben schon wieder 33 Level und da können wir uns wieder was Schönes verzaubern. Und ich will mal mein ganzes Kram, also alle wertvollen Rohstoffe, die ich habe, wie jetzt, keine Ahnung, Smaragde und sowas, die sollen auf die Bank. Ach hier, die Fichtizentrale, verrücktes Gebäude. Und dann müssen wir heute am langen Sonntag noch vielleicht ein paar Sachen machen, die wir so auf die lange Bank geschoben haben. Ich habe hier mal die Tür aufgelassen beim bei der Lehmbrennerei. Toni Lehmann heißt der Besitzer übrigens. Lehmann. Also, naja, ihr versteht schon. So, auf zur Bank. Können auch die Abkürzung über den Spawn-Tempel nehmen, aber wir machen den offiziellen Weg über die Bank. Hier ist nicht viel los. Die Hundskapper brauchen ja alle kein Geld. Da sind... Ah, schön. Gefällt mir immer wieder gut, wenn ich hier reinkomme irgendwie. Haben wir gut hingekriegt, Leute. Die Kobolde, nee, sind auch gerade nicht am Beraten. Lautes Lied, ne? Naja, ja. Jetzt geht's hier unten rein. Hier müssen wir unbedingt noch was machen. Das ist schon noch ein bisschen wüst. Ja, hier, genau. Hier ist ja unsere Zentrale sozusagen. Zentrale ist Wahnsinn. Was haben wir hier noch alles drin? Die Diamanten. Wir haben ja hier unsere Schatztruhe, ne? Genau. Pass auf, dann tun wir die Diamanten mal hier raus. Bis auf so ein paar. Ein Stack können wir... Ja, wir brauchen niemals einen Stack Diamanten, ne? Das ist ja das. Hier so ein paar halt, ne? 17 Stück ist immer noch eine Menge. Und die können raus. Die können raus. Kohle, Kohle kann eigentlich zum in die Steinbrennerei, ne? Redstone brauchen wir hier auch nicht drin, ne? Ja, Schleim, okay. Ist eigentlich auch so ein Gut, was wir hier nicht brauchen. Hier ist unser Bogen übrigens. Den müssen wir reparieren unbedingt. Ja, nehmen wir den gleich mit. Und das ist unsere, das lassen wir mal da. Dann hiervon lassen wir mal einen Stack da. So ein bisschen was, ne? Ein bisschen Bares, nur Bares ist Wahres. Und den Rest, den packen wir jetzt alle schön hier in unsere Superschatztruhe. Superschatztruhe. Toller Name für eine Schatztruhe. So, da kommt ja auch keiner ran, ne? Da packen wir das rein. Hier haben wir noch die neuen Schwämme. Die brauchen wir aber erstmal nicht. Und die Laternen und die ganzen Bücher. Das Stadtrecht ist hier verewigt. Ja, gut. Soweit, so gut. Ja. Dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Hinten, Hinterausgang. Dauert es nicht ganz so lange. Hier der Weg. Hier sind ja die ganzen Leute, die bei uns schon mal zu Besuch waren. Und hier der Weg, der ist auch ziemlich vernachlässigt worden eigentlich. Hier hinten müsste man mal so einen richtig schönen Weg lang bauen. Dass der so ein bisschen hier hinten rumgeht, ne? Hier so, zack. Und dann bis zum Ort hin. Hier fehlt sogar noch ein Stein und wir haben nichts dabei. Doch, haben wir. 20, haha. Wunderbar. Ja. Die Mängelliste. Kommen wir hier irgendwo hoch? Ja, hier, gut. Zack, und jetzt sind wir wieder hier. Kommen wir, ich glaube, hier haben wir noch die Mauer irgendwo weggerissen, ne? Zur Altstadt. Ja, ups. Ich war jetzt nicht gerade eine Abkürzung, die ich hier latsche. Kreuz und quer. Nicht durch die schönen Straßen von uns gab. Nein, hier Kraut und Rüben irgendwo lang. Aber wir sind auch jetzt so bei unserem Verzauberungsraum angekommen. Wie spät ist denn das? Es wird gerade dunkel. Okay, nee, dann bringen wir die Steine zur Lehmbrennerei. Unser Schokobrunnen. auch lange nicht mehr aktiviert.
zumindest von mir nicht. Weiß ich ja nicht, ob da zwischenzeitlich mal einer geschokit hat. Und das ist immer noch hässlich, das Ding hier. So, also ne, diese Endertruhe mitten im Raum. Und auch noch nicht mal mitten im Raum, sondern so halb mitten im Raum. Hier ist ja unsere, unsere Steinbrennerei. Hier gibt es ganz viele Steinsorten. Unter anderem auch ganz viel Lapis haben wir hier gelagert. Ein viel zu wertvoll für die Steinbrennerei, ne? Ach, das Lied, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Schön. Hier ist auch noch Lapis Lazuli. Hier sind noch 14 Feuersteine. Und Knöpfe. Naja, okay, wir packen das erstmal in die Kohlekiste. So, ne? So, in die Kohlekiste. Ist hier noch was drin? Eisen. Warum ist Eisen in der Steinbrennerei? Verstehe ich nicht. Merkwürdige Dinge gehen hier ab. So, okay, jetzt aber verzaubern. Was verzaubern wir? Dann müssen wir erstmal gucken, was wir haben. Dann müssen wir das mal so ein bisschen sortieren. Nachrichten gibt's keine. Und dann können wir mal sehen, was wir verzaubern. Man kann also bei Minecraft Gegenstände, das wisst ihr doch, oder? Hier ruht im Geiste Zier und Stormwind. Ja. Wieder zumachen, damit keiner das rauskriegt, dass hier unser geheimer Raum ist. Und können wir auch mal wieder eine Uhr hinhängen, ne? Da haben wir noch eine goldene Pferderüstung. Gott, diese Unordnung, die macht mich wahnsinnig. Hier oben haben wir unser Schwert, da haben wir aber unser gutes Plünderung. Das hält ja ewig. Das hält ewig. Da haben wir echt Glück gehabt, dass wir das so verzaubert haben. Okay. Was haben wir hier bei den verzauberten Waffen? Wir wollen aber, glaube ich, Werkzeuge verzaubern, ne? Da haben wir hier noch Glück und Haltbarkeit. Haltbarkeit und Effizienz. Hier haben wir Glück. Dann haben wir hier noch... Ja, das ist alles nicht so... Wo ist denn unsere Behutsamkeit? Glück und Haltbarkeit? Behutsamkeit. Wenn wir die reparieren würden. Reparieren, warte mal. Haben wir noch eine heile Diamantspitzhacke? Die ist schon verzaubert und heile. Meine Axt ist ja auch weg. Da müssten wir mal... Meine Axt ist weg, ne? Meine Super-Axt. Wir müssen auf jeden Fall eine Axt verzaubern, eine Diamanten-Axt. Die Behutsamkeit, die müssen wir reparieren. Aber ist bestimmt ziemlich teuer. Schauen wir mal. Brauchen wir ein paar Diamanten? So. Schauen wir mal. Wenn wir die jetzt reparieren wollen und legen hier 1, 2, 3 Diamanten rein, dann ist die neu. Kostet uns 8 Level. Wenn wir nur 2 reinlegen, ist sie fast neu. Haltbarkeit 3 und Behutsamkeit, das ist eigentlich ideal, das Ding. Machen wir sie neu, ne? Kostet uns 8 Level. Und jetzt können wir wieder nichts mit Level 30 verzaubern, ne? Müssen wir noch irgendwas reparieren? Die packen wir jetzt mal hier in die Endertruhe. So. Die hat, das ist die Effizienz-Dingens-Kirchens. Wir haben jetzt 25 Level, okay. Das ist gut, aber ich wollte noch so eine schöne Axt haben aus Diamantos. Habe ich ja nicht mehr. Da springen die Zaubernoten hinein. Entweder habe ich die irgendwo hingekrustet oder was. Bestimmt. Also eine Axt mit Effizienz wäre schon nicht schlecht. Hier haben wir die auch nirgends, ne? Fische. Die müssen noch in eine Kühlung, können doch nicht hier oben oxidieren. Ich gucke gerade auf die Zeit. Wir haben 15 Minuten jetzt damit verbracht hier. Unseren Bogen könnten wir noch reparieren. Das ist noch eine Idee. Da bauen wir uns gleich mal einen Bogen. Wir hatten noch hier irgendwo Spinnenseide. 2. Und hier haben wir noch einen. Das wäre ein neuer Bogen, richtig? Richtig. So, magischer Bogen. Der muss ja auch wieder verzaubert werden. So, jetzt haben wir einen neuen Bogen. Und wenn wir jetzt hier den Bogen reparieren. Mit einem neuen Bogen. Kostet uns das 3 Erfahrungspunkte, dann ist der wieder neu. Mit Stärke 5. Der ist nämlich, das ist eigentlich ganz gut. Und haben wir hier nicht noch ein schönes Buch, was wir da noch drauf ballern können? Wir hatten das Ei hier reingelegt. Schutz, schusssicher Dorn, Schärfe. Nemesis der Gliederfüßer. Ich dachte, wir haben auch endlos irgendwo rumfliegen. Atmung 3. Bann. Effizienz. Wasseraffinität. Schusssicher Schärfe. Flammen. Flammen? Flammen. Wenn wir da jetzt noch Flammen drauf knöpeln. Auf den Bogen, der schon Stärke hat und jetzt noch Flammen, dann hat der. Kostet uns 5 Erfahrungspunkte.
Stärke 5 und Flammen. Da müssen wir noch Haltbarkeit drauf knispeln. Wir dürfen nicht zu viel da drauf machen, weil sonst wird es unbezahlbar, den zu reparieren. Jetzt haben wir einen Flammenbogen. Ha, 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 ha. Ja. Gut. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir, glaube ich, mal zur Hühnerfarm. Denn, da haben wir ja irgendwann mal angefangen, da so ein Gebäude zu bauen und haben das nie fertig gemacht. Und das ist ja so eine Sache, die man am langen Sonntag schön bewerkstelligen kann. Das Problem könnte sein, dass wir jetzt, dass wir unsere ganzen Materialien nicht da haben, ne? Müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, oben an der, Formel Schweinsfanhütte, da müsste auch noch etwas sein. Entschuldigung, also der Kerl ist, ihr bewacht das Tor hier total gut. Hier kommt bestimmt keiner rein. Hier, dieses Dingen. Dieses Dingen, das ist die Hühnerfarm, 2.0. Hier sind auch schon Hühner. Die haben hier natürlich nichts zu suchen. Und dann können wir nämlich gleich noch, was haben wir hier? Eierkisten, ne? Sind das lange Kisten? Ja. Alles Eierkisten. Hier oben sollten die eigentlich dann auch hin. Ah, hier ist noch, muss noch ein Dach drauf. Hier muss noch ein Aufgang nach oben. Das können wir doch eigentlich machen. Das ist doch eigentlich keine schlechte Idee. Weil das ist hier unsere alte Hühnerfarm hier mit dem alten Eingang. Die gefällt mir nicht so. Na? Gucken, ich muss mir das Ganze erstmal angucken, so ein bisschen. Damit wir wissen, wie das Ganze hier aussieht. Oh je. Wir brauchen auf jeden Fall Fichtenholz. Das haben wir auch gerade da. Ganz zufällig. Wirklich zufällig. Ja, und die von hier hinten können wir den Aufgang in die zweite Etage machen, oder? Was meint ihr? Der Weg hier ist relativ eng. So ein richtiger Schleichweg. Ja. Gut. Und hier haben wir die ganzen, das ganze Kram drin, ne? Die tausende von Eier, mit denen man fast nichts anfangen kann. Alter Schwede. Und hier die ganzen Federn, die könnten wir dann mal nach Neugedungen liefern. Eigentlich. Und was haben wir? Hier ist die Hütte von dem... Ja, das ist die ganz spartanische Hütte von dem Bauern, der hier die Felder aberntet. Aber hier ist momentan gar keiner. Na gut, machen wir erstmal hier weiter. Die Frage ist, Hühnerfarm. Wie wollen wir die gestalten vom optischen her? Wir haben ja... Ich muss mir hier drin mal die Werkbank schnappen. Dann müssen wir uns erstmal da hinten den Weg bauen. Hier haben wir noch so ein paar Steine. Ein paar einzelne. Kriegen wir alles hin. Und guck mal, jetzt habe ich die 14 Diamanten immer noch dabei. Wenn wir nächstes Mal in der Endertruhe vorbeikommen, dann müssen wir da unbedingt mal was machen. Also, ne, das liegt mir am Herzen hier mit der Hühnerfarm, dass die jetzt mal vernünftig wird, dass da oben was draufkommt. Was passt zu Hühnern, dachte sich der Mann. Okay, hier geht es dann hoch. Hier würde dann der Weg weitergehen. Und hier würde dann im Grunde dann, im Grunde die Treppe hoch... Naja, so natürlich nicht. Die Treppe hochgehen in die zweite Etage. Ja. Endlich mal wieder was, was wir dann fertig gestaltet haben. Achso, hier sind die Kisten, das macht aber nichts. Da können wir trotzdem die Treppe hinbauen. Na? Und hier hinten ist die Anlieferung. Hier haben wir noch einen Stein sogar da. Sehr gut. Die Anlieferung, ne? Also die Abholung im Grunde. Ja, die Abholung für die Eier und sonstigen Kram. Weil ich will diese Kisten da vorne ja weg haben. Das ist ja der ganze Sinn der Sache. Was war hier das Problem? Ach hier, nö, da kann ich doch noch eine Reihe Steine draufsetzen. Wenn ich die hätte, Annette. Wir können aber mal gucken, was treibst du dich hier rum? Ach, Eier abholen? Ja, seht ihr, das sind alles so Punkte. Die Bürger sind natürlich begierig darauf, dass es hier sowas gibt wie die Hühnerfarm. Und dann baue ich sowas, fange ich sowas an und höre irgendwann damit auf. Und dann sind die natürlich irritiert. Sagen wir es mal ganz nett, irritiert. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Alles Sachen, die wir nicht gebrauchen können momentan. Ah, hier sind Steine, okay. Nehmen wir mal so eine und so eine mit. Und hier ist ja... Farbstoff haben wir hier noch. Ja, hier ist noch so ein bisschen davon, das können wir auch gebrauchen. Die Steine nehmen wir uns auch noch mit. Ja, schon das, so lässt sich das ganz gut an. Und dann schauen wir nochmal hinten bei der Rennbahn. Das ist ja die Formel-Schweinstrecke, die auch weitergestaltet werden muss, unbedingt. Ob wir hier noch Lehm haben oder ob wir das alles schon abgeholt haben. Hier haben wir auch noch 1000 Kisten. Hier haben wir nämlich Lehm, schön. Und das ist hellgrauer. Und ich glaube, der würde sehr gut passen. Der würde sehr gut passen. Oder hier so Eierschalen. Oder hier so, ne? Das sieht aus wie braune Eier. Und da wir keine braunen Eier haben, also, das ist einfach ein gebrannter Ton. Und das ist orange, okay. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ah, wir haben ja alles Mögliche hier noch. Sehr gut. Hier haben wir noch Tropenholz.
Wir bräuchten jetzt aber eigentlich eventuell noch ein bisschen Fichtenholz. Hier haben wir noch 4. Da sind noch Steine, da haben wir aber schon einige von. Was haben wir hier im Ofen? Ja, allen möglichen Kram. Ja, wie ihr seht, ich rüste mich hier jetzt gerade aus. Hier ist noch, das muss noch zum Drecktempel geschafft werden. Hier, die Fenster nehmen wir mal mit. Die sind nämlich schön orange. Und dann können wir anfangen. Dann können wir tatsächlich schon anfangen, hier hinten bei unserer Eierfarm. Ja, denn, wie schon gesagt, die Kisten sollen da vorne weg. Da sollen neue Kisten hin. Also, da sollen, die sollen ganz weg. Hier, diese hier, ne? Der Eingang wird bleiben, aber die, diese ganzen Kisten, die kommen weg. Da werden wir die Eier dann umlagern. Und Tante Emmy wartet auch schon auf frische Eier. Natürlich, klar. Und hier ist ein schönes Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Trink erstmal einen Schluck. Ja, mal einen schönen gepflegten langen Sonntag. Mhm. Hier kann man die Hühner theoretisch reinlassen. Ich habe schon überlegt, ob ich das... Also hier macht man dann auf. Und dann hält man hier so ein Bündel Stroh hin. Und dann kommen die hier rein. Und dann kann man die schlachten. Dann kann man die schlachten. Und hier muss noch so eine... Ja, ist ein bisschen makaber. So eine Schlachtmaschine hin, theoretisch. Aber jetzt machen wir erstmal das Wohnhaus von dem Herrn Eiermann. Klingelingeling, ich bin der Herr Eiermann. So, der wohnt hier oben. Der wohnt hier oben. Wie haben wir das? Das ist so ein bisschen zweietagig, das Ganze, ne? Hier könnten wir eigentlich so einen Balken durchziehen. Dafür brauchen wir eine Menge Fichtenholz. Das haben wir vorhin. Haben wir es da gehabt, ne? So. Machen wir hier so einen Balken hin. Wir müssen aber sehen, dass es parallel bleibt. Wird. Das ist ein bisschen kompliziert hier durch diese Zweietagentechnik. Das hieß ja, hier müsste auch ein Balken hin. So, ne? Müssen wir mal von unten gucken, wie das dann aussieht. So, okay, hier ist das ein bisschen abgesetzt. Da können wir aber noch Teppich reinlegen oder sonst was. Ja, und dann müssten wir hier auch überall Balken reinziehen. Hier ist natürlich die alte Mauer sozusagen von, ja, genau, hier ist die alte Mauer von dem Hühnergehege. Das hieße, hier geht's ganz schön steil runter. Diese Reihe Steine müsste auch wieder weg. Oh, Vorsicht. Lieber von hier oben machen. Ah, der ist mir über den Zaun gefallen. Verdammt. Warum springen die so weit weg? Unglaublich. Wir brauchen auf jeden Fall noch Fichtenholz. Ich hoffe, wir kriegen da keinen Ärger mit der Schutzorganisation Fichti. Und hier müssen wir dann noch ein bisschen höher. 1, 2. Ja, wie hoch? So. Und dann wäre hier der Querbalken. Der Innenbalken sozusagen. Ich guck mal von unten, ob das dann nicht zu viel wird. Ah ne, die Höhe müssen wir auf jeden Fall schon haben. Ja, doch, die müssen wir haben. Sonst wird das hier zu beengt, der Raum für den Herrn. Und das ist falsch hier, ne? Die Balken müssen einen raus. Hm. Das ist ganz schön eng hier alles. Ja. Da müssten wir einen raus. Klaus. Wahrscheinlich dann sogar hier. Warte mal. Mal hier so. Dann müssten wir da einen rausgehen. Naja, eigentlich müsste hier ein Balken hin. Moment. Stopp. Das müssen wir mal sehen, dass wir das jetzt schick hinkriegen hier. Das ist gar nicht so leicht. Dann müssten wir hier dann einen raus. Hier einen raus. Und eventuell da einen raus. Boah, nee, da brauchen wir keinen raus. Mann. Das ist aber jetzt gerade hier doof. Wie habe ich denn das geplant? Warum habe ich das hier einen rausgezogen überhaupt? Ach, wegen der Hauskante. Wegen der hier, ne? Das ist aber falsch. Das brauchen wir noch gar nicht. Dann machen wir hier einfach den Balken hin. Unten haben wir keine Balken bei dem Haus, ne? Ne, nur oben. Okay, alles klar. Dann lassen wir einfach den, genau. Dann ist es nicht ganz so beengt. Und dann kommen wir hier auch weiter weiter rein. Das ist viel schöner. Gefällt mir viel besser. Was habe ich denn damals geplant? Hier. Hm. Das kommt wieder weg, weil es ist ja dann direkt am Turm. Und direkt am Turmbaum ist ja im Grunde auch... wir können uns keinen Verlust an Fichtenholz leisten. Direkt am Turmbaum ist ja im Grunde auch verboten, ne? Von der Stadtverwaltung. Also von mir. Ja, ja, so ist das. Aber dann haben wir trotzdem hier unser Element. Das fünfte, ne? So, ja, dann können wir hier mal einen wieder wegreißen und dann wieder drauf bimseln. Wie schon gesagt, wir brauchen unbedingt noch Fichtenholz. Das könnten wir mal holen von dem, Obst. Was für ein Sprung. Vom Heinemann. Der wohnt ja gleich hier um die Ecke.
Ich hoffe, der hat noch Holz. Wo sind wir denn jetzt? Da oben müssen wir lang, ne? Also hier hinten wohnt der ja irgendwo. Ach man, ja, Hundsgrab, ey. Ein verworrener, oh ja. Hallo, eisern Kerl, ihr sollt nicht baden, ihr rostet. Hier ist der Hain. Und der hat noch Holz da, hoffe ich. Fichtiholz, wunderbar. Das reicht. Das reicht, mehr brauchen wir nicht. Das Dach machen wir dann aus, keine Ahnung. Hier ein ganz rotes, knallrotes Dach. Aus Akazienholz. Haben wir noch Akazienholz hier irgendwo vorrätig? Ja. Nehmen wir die mit. Und dann noch zwei hiervon fürs Dach. Johe. Okay, alles klar. Das sollte reichen. Um dieses Haus da fertigzustellen. Meine Güte. Wir gehen hier oben lang. Hier oben gibt es, glaube ich, noch einen Ausgang, oder? Was ist hier eine Sackgasse? Ja, eigentlich schon, aber es gibt hier diesen intuitiven Ausgang für erfindungsreiche Menschen. Man kann nämlich hier... Heppa, das war jetzt nicht so toll. Irgendwo bin ich immer... Ach, hier. Okay. Rennen wir mal runter zum Eierhof. Ja, die Hühner fahren Nochmal. Ja, ne? Die Hühnerfarm existiert ja schon seit längerer Zeit. Und ja, sollte jetzt ein Update kriegen, sozusagen. Ein Eier-Update. Und ich würde sagen, dass wir hier dann auch den Balken durchziehen. Also hier machen wir keinen Stein hin, sondern eine Treppe. Bauen wir mal hier oben kurz eine Werkbank, damit wir nicht immer hin und her rennen müssen. So, zack. Die Musik ist gerade sehr... ja, die ist von Opa spielt, ne? Habt ihr recht. So, bauen wir hier mal eine Werkbank hin. Und jetzt machen wir uns aus... hier machen wir uns erstmal jetzt ein bisschen Krams raus. So. Seht ihr was? Und meine Kisten müllen sich langsam voll. Das kann ich gut. Kisten voll müllen ist mein... ist meine Lieblingsbeschäftigung sozusagen. So. Dann machen wir hier nämlich jetzt auch schon in den Balken integriert sozusagen den Eingang hin. Oder wir ziehen das Ganze noch ein raus. Könnten wir natürlich auch machen. Das könnte man auch machen. Dass wir das hier einfach noch einen rausziehen. Ja, gut, kriegen wir hin. Aber wir dürfen uns hier nicht... Das ist jetzt eine relativ schnell Baustelle. Da dürfen wir uns jetzt nicht so im Detail verlieben, Freunde. Das müsst ihr mir auch versprechen. Und wisst ihr was? Wir machen hier doch Steinstufen hin. Dürfen wir uns nicht ganz so im Detail verlieben. Ist ja nur so ein langer Sonntag halt. Ne? Dann kommt man hier hin. Und dann könnte man ja hier noch einen höher gehen. Das heißt, hier würde dann wieder normales Holz reinkommen. Herr Jemini. So, hier würde dann wieder normales Fichten. Das können wir stacken hier übereinander. Zu einer Schablone. So, hier würde wieder normales... Ach ja. Fichtenholz hinkommen. Da dürfte die Truhe dürfte aber immer noch aufgehen, ne? Denke ich mal. Und hier wäre dann der Eingang zu unserer Behausung. Ja, ist doch schick. Hier kann dann auch schon die Wand rein. Hier haben wir das auch noch einen rausgezogen. Das ist eigentlich Quatsch. Das können wir hinterher machen, eventuell. Das fällt jetzt wahrscheinlich runter zu den Hühnern. So. Und hier die Werkbank muss wieder weg. Bleib hier. Nicht zu den Hühnern fallen. Denn wir müssen ja hier... Jetzt habe ich nicht mehr viele Schläge auf meiner Axt. So. Hier müssen wir ja so hoch... ja, einen noch, ne? Einen noch und dann rüber. Sind wir jetzt auf der richtigen Höhe? Oder sind wir eins so hoch? Das ist immer manchmal schwer zu sehen. So. Da vorne machen wir einen Balkon hin. Auf jeden Fall hier. So eine kleine Terrasse. Die Berasse... Berasse. Terrasse des Eierbarons. ja. Okay. Und hier kommt ganz einfach das rüber. So. Ganz simples kleines Häuschen, was wir heute bauen. Ja, heute ist Sonntag, das heißt, das Yehusa-Fest ist jetzt wieder zu Ende. Ich sitze wahrscheinlich verkatert in meiner, an meinem Rechner und gucke, ob ihr Kommentare auf dieses Video geschrieben habt. Bin ich sehr gespannt. Der Wunsch, dass mal wieder ein langer Sonntag kommt, der kommt übrigens auch von euch, ne? Müsst ihr ja auch bedenken. So, machen wir uns dann hier einen Ausgang hin. Hier kommt auf jeden Fall ein Eingangsportal hin. So, zack. Dann kommt hier das erste Feld hin mit unserer eierschalenden... da habe ich schon überlegt, ob wir das eventuell so machen, dass wir im Grunde hier unten einen Streifen hiervon und dann oben in dieser Farbe einfach das drauf. So.
Ja. Ist ein bisschen beengt. Also, ne? So, im Grunde. Oder ist das zu viel? Es hieß sie hier Orange. Orange. Und dann hier, dieses Eierschalen-Ding drauf. So, und hier noch. Hat er überall schön Fenster, ne? Hier kann er eine Stellwand meinetwegen auch haben. Man braucht auch mal Stellwände. Und hier geht es ja dann zur Terrasse raus. Also zu seinem kleinen Eierbaron-Balkon. wo er dann gucken kann, wie das Wetter wird. Ne? Ist ja auch immer ganz wichtig, ob die Hühner gute Eier legen, wie das Wetter wird. Hier zu den Hühnern muss er auf jeden Fall ein großes Fenster haben, der Typ. Der Klaus wahrscheinlich oder so. Klaus Eiermann. Wir könnten aber hier auch mal so ein großes Aussichtsfenster. Ist dann zwar ein bisschen moderner, aber ist ja auch nicht schlecht. Und hier unten muss auch noch ein Stamm rein. Das dürfen wir nicht vergessen. Hier, ne? Hier muss noch ein Stamm rein. So, es wird schon wieder dunkel. Dann können wir uns gleich mal hier unser Nachtlager einrichten. Und hier müsste er eigentlich auch einen Balkon raus haben. Ja, genau. Hier muss er ja auch einen Balkon raus haben, damit er sieht, was seine Hühner machen, auch wenn er morgens aufsteht. Na, weil das, die Hühner sind ja des Eierbarons sozusagen größtes Gut. Betteln und schlafen. Und Klappe halten. Ich also, ihr nicht. Mhm. Die Hühner des Eierbarons, das sind, ist ja sein größtes, sein Kapital sozusagen. Deshalb muss hier auch ein Balkon hin. Und den machen wir so, dass wir den hier so rausziehen, ein bisschen. Nicht zu weit. Hier dann eine Stufe hin, haben wir ja noch da, glaube ich, 4 Stück. Ja, hier dann eine Stufe hin. So. Hier das gleiche nochmal. Nur auf der anderen Seite ist also nicht das... Naja. der Baron des Eierbalkons. oh mein Gott. So, wir haben kein Eichenholz dabei. Ah ja, das ist sehr gut. Aber hier kommt auf jeden Fall dann sein Balkon hin. Haben wir echt kein Eichenholz mitgenommen? Wir Demelachs. Also, ne? Wir können oben nochmal gucken. Warte mal. Kann ich hier irgendwo elegant absteigen? Hier können wir hinten rausgehen einfach. Hier muss dann der Weg weitergeführt werden. Hier an der Mauer lang, sozusagen. Ein Mauerweg. Ja, das passt auch. Hier können wir den dann so ein bisschen verbreitern, den Mauerweg. So, und dann kann er hier so runterführen. Sehr gut. Ich renne nochmal ganz kurz hier zu dem anderen, zum Fanshop von der Formel Schweins. Denn da haben wir ja eventuell noch ein wenig Eichenholz. Das brauchen wir. Und hier liegt auch schon wieder ein Ei rum. Ein geflohenes Huhn. 60 Stück reicht doch. Wunderbar. Lalala. Ja, die Stallungen sind sehr schön hier vom Eierbaron. Ist ja kein Baron, das ist ein Scherz, ne? Er nennt sich natürlich selbst vielleicht Eierbaron, aber ist eigentlich eher scherzhaft, weil er ist ja kein richtiger Baron. Und hier unten müssen wir den Balken durchziehen, ganz klar. So. Und dann kommt hier nämlich der Ausgang zum Balkon hin. Der ist dann unten auch erstmal wieder in dieser Farbe. So, dann kann er hier raus und hier kommt... Aber wisst ihr was? Das ist alles ein zu niedrig. Verdammt. Tut mir auch ein bisschen leid, dass wir das jetzt machen müssen. Ist alles ein zu niedrig. Aber wir haben ja Zeit. Heute ist ja Sonntag. Ach, verdammt. Hätten wir einmal mehr überlegt kurz und jetzt geht gleich auch noch unsere Axt kaputt. Na super. Ja, das gibt Schelte. Hier haben wir eine Werkbank. Sehr gut. Wir haben auch Eisen dabei und alles. Das ist überhaupt kein Problem, hier jetzt eine neue Axt zu bauen. Die machen wir nicht aus Diamanten, sondern aus Eisen. So, das ist keine Axt, das ist eine Spitzhacke. Wenn man diesen einen umsetzt, dann ist es eine Axt. So, ist es nicht... Das ist faszinierend, oder? Ach, Freunde. Ja, Hundsgrab wächst und gedeiht, aber langsam. Das ist, das kann man so sagen. Aber ist ja egal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, haben wir ja noch. Bis zur, ja, die Staffel ist auch bald wieder um, ne? Das ist ja auch noch so ein Thema, das ich noch gar nicht angeschnitten habe. Dass die Staffel bald wieder um ist. Und bald wieder eine neue Zeitrechnung sozusagen beginnt. Und ja, dann die nächste Staffel kommt. Und wer weiß, was uns da erwartet in der neuen Staffel.
Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was der Moselbert und der, oh Mist. Was der Moselbert und der, na, ihr wisst schon, Professor Dr. Runstein für ein Mittel erfunden haben. Für ein Mittel erfunden haben, was die, sozusagen verzaubert, sagen sie ja, Dorfbewohner beeinflussten, was die Gehirnwäsche von denen wieder rückgängig machen kann. Was sie eigentlich in ihre ursprüngliche Daseinsform zurückwirft, sozusagen. Okay. Jetzt machen wir den ganzen Raum einen höher. Hinterher freuen wir uns, weil dann sagen wir, es hat sich gelohnt, ne? So, okay. Das ist natürlich noch hässlich, dass hier jetzt noch Stein ist. Da müssen wir dann auch noch Holz reinsetzen. Und hier vorne muss natürlich auch noch Holz rein. Für den kleinen Balkon von dem Eier, Eiertypen. Eierfarmer. Guten Tag, was haben Sie für einen Beruf? Ich bin Eierfarmer. Ach, Sie züchten Hühner? Nein, ich farme Eier. Ja, eigentlich ist er Hühnerzüchter. Aber er gibt das nicht gerne zu vor seinen Freunden. So, dann kann er hier raus und dann kann er nämlich gucken, ah, alle Hühner da. Und kann dann auch abends beruhigt schlafen gehen und so. Na? Okay, jetzt haben wir das Ganze hier einen höher gemacht. Jetzt müssen wir nur noch das ganze Holz da rauskloppen. Ach Mensch, hätten wir noch die und noch ein paar Level, dann könnten wir, schön unsere Diamantspitzhacke machen, Axt, und könnten die verzaubern. Heute ist ein etwas schwerfälliger Tag bei mir, auch bei der Moderation, das merke ich gerade. Das gibt es, ne? Also es gibt immer solche Tage und solche Tage. An manchen Tagen, da sprudeln einen die Wörter wie Selterwasser aus dem Maul. Okay. Und an manchen Tagen, da läuft das ein bisschen schleppend. Und da ist man auch gar nicht so motiviert jetzt gerade. Ja, motiviert schon, aber gar nicht so, ja, gut drauf einfach. So, jetzt werdet ihr sehen, warum ich das getan habe. Warum ich mir diesen riesen Aufwand gemacht habe. Nämlich, damit ich hier oben das einfach so gestalten kann. So, ah, viel besser. Oh, ups, viel schlechter. Damit ich jetzt einfach so gestalten kann, ne? Das gefällt mir nämlich immer besser, wenn die Fenster so ein bisschen höher sind. Ich mag keine kleinen Einerfenster. Ich mag lieber diese länglichen Zweierfenster. Fenster. So, und hier können wir ja theoretisch zumachen. Ich meine, er verbaut sich hier den schönsten Ausblick, ne? Aber wie machen wir das jetzt hier vorne? Wie machen wir das hier vorne, dass er hier auf seinen Balkon kommt? Eins, zwei. Es gibt eine Mitte. Aber eigentlich hätte ich es lieber so. Und dann können wir hier nämlich noch, passt mal auf, dann können wir hier noch ein Fenster hinmachen. Ah ja, schön verbaut. Hier ein Fenster. Und wir können natürlich auch dann da, warte mal, und hier ein Fenster. So, und so ein Doppelfenster auf diese Seite. Und hier auf diese Seite, dann können wir hier den Eingang reinmachen, theoretisch und auch praktisch natürlich. Und dann passt da nämlich auch noch ein Fenster hin, wisst ihr? Aha. Genau, dann passt hier auch noch ein Fenster hin. Hat dann schönen Raum mit ganz vielen Fenstern. Ja. Und dann braucht hier aber theoretisch kein Fenster hin, dann kann er hier nämlich so ein bisschen Stellfläche haben. Für seine Bett oder so, keine Ahnung. Man kann ja nicht an allen Wänden Fenster haben, das geht nicht. So, dann haben wir hier eine schöne Wand. Juhe. Dich nehmen wir wieder weg. Und hier geht's dann raus auf den kleinen Balkon, auf den Hühnerbalkon. Und hier geht's raus auf den anderen Balkone. Den können wir jetzt auch noch mit Holz, glaube ich, ausstaffieren, damit das nicht hier so ein Absatz ist. So einen Absatz wollen wir ja nicht, ne? Schweben die jetzt? Nee, alles klar, die verbinden sich. Ich hoffe, jetzt haben wir genug. Hier kann er dann, ja, Eier braten oder sonst was. Wenn er mal will. Wenn er auch will. So, hier kommt noch ein Balken rüber wahrscheinlich. Dann, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das genau machen. Müssen wir noch von unten gucken. Okay, auf jeden Fall. Ja, ist eine ziemlich große Tür. Die müssen wir nochmal ein bisschen verkleinern. Weil so eine hohe Tür braucht kein Mensch. So, okay, dann hat er hier seinen Raum auf jeden Fall. Hier kommt auch noch sowas hin, damit hier eine Tür rein kann. Das sieht ein bisschen albern aus. Sieht ein wenig albern aus. Naja, wenn Türen drin sind, sieht es besser aus, schätze ich mal, oder? Wird nicht besser mit Türen wahrscheinlich. Wird nicht besser mit Türen. Arg. Naja, gut. Balken raus.
Ist ja nicht das erste Mal. Dann machen wir das nämlich so. So und so. Und dann ziehen wir das hier runter. Bis hier. Und das ist auch falsch. So, hinfort mit dir. Hier kommt nämlich dann... Arg. Hier kommt nämlich dann wieder ein oranger Stein hin. Und hier auch. Und das ist besser, theoretisch. Aber dann können wir hier nämlich noch ein Fenster hinmachen. Und hier... Ganz schön viel Sonne für einen Raum, oder? Ganz schön viel Sonne für einen Raum. Kaum Stellwände. Aber es ist auf jeden Fall schick. Wir machen mal Fenster rein, damit wir sehen, wie es aussieht. Natürlich auch in Orange. Ist wahrscheinlich Holländer, der... nee, dann setze ich das so von unten fort, einfach mit dem Orange. Die Hundsgraber lieben ja so schöne, bunte Fenster von der... Von Färber und Gerber, nicht Färber und Gerber, von unserer Glasmanufaktur da drüben in Porto Oro. Da kaufen sich natürlich alle und so ein, hier so ein Typ, so ein Hühnerzüchter, der ist ja auch recht vermögend. Okay, jetzt haben wir, ja, haha, ja, hier muss trotzdem, tut mir ja leid, aber hier muss trotzdem, muss hier Holz rein. Gott sei Dank 33, ich dachte jetzt echt, wir haben zu wenig. Aber das geht ja auch. Hier können wir ja Holz reinzwirbeln. Oh, nee, das geht nicht. Das können wir in diesem Fall nicht machen, weil dann geht da unten die Truhe nicht mehr auf, wisst ihr? Ja, machen wir es nochmal mal schön schick hier, dem Hühnerfred. So, das wird sich aber bestimmt wer finden, der diesen Laden hier übernimmt, oder nicht? So, jetzt passt natürlich hier unser Eingang nicht mehr. Aber das macht überhaupt nichts, denn diese Steine können wir lassen. Die können wir nämlich lassen. Und dann machen wir einfach hier, hier ist gerade die Anlieferung, ne? Das ist aber schlecht. Da muss er halt mit einer ganz schmalen Treppe, sich begnügen. Ein Problem, Freunde. Wir müssen mal gucken, wie wir die Treppe dann gestalten. Ich gehe erstmal pennen. Ja, das Dach muss natürlich noch drauf. Türen müssen noch rein. Türen können wir gleich mal machen. Türen machte der Mann immer sofort. Die machen wir schön hier aus Akazienholz. Ach, solche sind das dann. Ja gut, ist in Ordnung. Muss ja auch luftig sein, ne? Wenn er den ganzen Tag in dem Hühnerdreck arbeitet. Ja, es ist ja nun mal so. So ein Hühnerfarmer, dass der sehr viel im Hühnerdreck unterwegs ist. Das müssen wir noch anders machen. Das müssen wir echt noch anders machen hier. Dass man da immer noch gut rankommt. Sollen wir den Ausgang ganz anders hinmachen? Vielleicht einfach hier hin? Boah. Darunter? Nee. Das geht nicht. Hier rüber würde gehen. Hier rüber würde gehen, theoretisch und auch praktisch. Allerdings würden wir uns hier so ein bisschen unseren Hühnerstall zerstören. Das wollen wir auch nicht. Wie machen wir das? Das ist echt gerade eine fricklige Angelegenheit, möchte ich mal sprechen. Nee, das können wir eigentlich nicht machen, dass wir den Hühnerstall hier kaputt machen. Ha. Okay, das ist jetzt wirklich gar nicht so einfach. Wo soll der Ausgang hin? Können wir hier vorne irgendwo runter? Hier haben wir nirgends Platz, ne? Hier theoretisch. Boah, ey. Alter Schwede. Gucken, wie das Gebäude jetzt überhaupt wirkt. Merkwürdig. Merkwürdig. Von innen kann man ja auch nirgends hoch, ne? Ich will das nicht mit der Leiter machen. Aber ich glaube, es bleibt uns da fast nichts anderes übrig. Hier unten muss er ja nicht pennen, ne? Hier muss er ja nicht schlafen. Der Herr Hühnermann. Können wir hier eine Wendeltreppe hochmachen? Wir könnten so... Boah, das ist echt nicht einfach. Man könnte theoretisch... Wir müssen das mal ausprobieren, wie das aussehen würde. Steinstufen. Ihr seht den Opa ratlos. So. So. Ja. Wie machen wir das jetzt? Nee, das ist falsch. So und so. Und dann würden wir hier oben irgendwo rauskommen, ne? Hallo. Hier kommen wir dann raus.
Ja. Okay. Alter Schwede. Wie kommen wir da oben hin? Wie kommen wir in die obere Etage? Das ist echt eine gute Frage, oder? Mitten im Raum. Ich versuche noch was anderes. Ach Gott. Und alles nur wegen einer Tür, die zu eng ist. Ich glaube, wir lassen das da hinten so. Das hat alles keinen Sinn sonst. Das sieht auch noch blöd aus hier mit diesem Riesenbalkon. Das heißt, wir müssen das Haus eh noch ein bisschen nach vorne ziehen. Wir müssen das Haus sowieso noch bis vorne hier ranziehen. Das geht nicht anders. Ach ja, da hätte ich nicht gedacht, dass wir uns hier so dran aufhalten. Und alles nur wegen der Kiste hier, ne? Weil wir hier rankommen müssen. Oder wir machen den Aufgang einfach hier hinten irgendwie. Zack, zack, zack. Das geht auch. Das geht auch. Passt auf. Dann können wir innen drinnen, brauchen wir da keinen Aufgang machen, weil das ist ja eh nur das Privatgemach des Herren hier. Ja, hier kann ruhig mal so ein ranziger Stein rein. Dann könnten wir hier theoretisch, dass wir auf diese Ebene kommen, ne? Müssten wir ja. Das heißt, wir würden hier anfangen. Eins, zwei. Dann kommt hier Stein runter. Müssen wir noch einer hinten? Können wir ja. Hier haben wir ja Platz. Hier haben wir Platz tatsächlich. Meine Güte, ey. Das hätte ich nicht gedacht. Hier? Ja, na klar. So und so. Dann sind wir auf der Ebene. Und dann noch einmal. Dann müsste hier so ein Holzgestell nochmal hin, ne? Genau. Müssen wir hier einfach nochmal so ein Holzgestell hinmachen. Was dann ungefähr so aussieht. Ein so eine Art Balkon. Nochmal. Noch ein Balkon. Na super. Aber es ist echt nicht anders zu machen. Das ist echt lustig, dass es gerade nicht anders zu gestalten ist hier, das Ganze. Aber egal, ne? Dann kriegt halt hier noch einen Balkon hin. Hier kommt dann Stein hin. Alles mit Stein ausgekleidet. Würde ich sagen, ja, würde ich sagen. Eine schwere Geburt. Eine schwere Geburt am langen Sonntag, sage ich euch nur. So, und dann kommt hier... Ah, ja. Aber ich glaube, so schaffen wir das. So kriegen wir das hin. Kommen hier zwei solche Stufen drauf, ne? Und hier muss natürlich dann noch ein Balken hin. Und hier müssen wir das Ganze wahrscheinlich alles absenken, damit das überhaupt einen Sinn ergibt hier. Alles ein absenken, hier diese ganze Ebene. Damit wir dann hier gut rankommen an die Kisten. Das ist alles nur wegen diesen Eierkisten. Aber das ist ja das Wichtigste am ganzen Gebäude. Deshalb dürfen wir es auch nicht vernachlässigen. Und jetzt kann es sein, nö. Ah, wir haben noch. Das war hier dann, machen wir dann Holz rein. Dann kann er hier drauf lang gehen. Und dann kommt er auch in seine Wohnung rein, über diesen kleinen Aufstieg. Oh Gott sei Dank. Das passt schon mal. Aber diese Wand muss nochmal komplett raus. Die muss hier ein nach vorne. Wir können hier keinen Balkon hinmachen, wie wir es erst vorhatten. Also wie ihr es erst vorhattet. Sondern wir müssen das durchziehen. Schade eigentlich. Aber naja, kann man nichts machen. Das kommt also alles wieder raus. Wir ziehen das Haus bis vorne hindurch. Dann hat er auch ein bisschen mehr Wohnfläche. Ja, ich weiß, Glas könnte ich auch mit Behutsamkeit abbauen. Habe ich aber gerade nicht da. Jetzt müsst ihr aber nicht immer mit mir meckern, auch wegen solchen Sachen. Ach, Herr Jemine. Naja, war eine Idee, ne? War eine Idee hier mit dem Balkon. Aber dann hat er drei Terrassen. Also, ne? Er soll ja auch irgendwann, muss ja auch arbeiten, der Mann. Der Mensch. Der Mensch muss irgendwann auch arbeiten. Glas, wir haben ja noch welche von den Scheiben. Die können wir immer noch später einsetzen. Ja, hat ja toll geklappt. Ach, machst du einen langen Sonntag und dann kriegst du hier die ganze Butze fertig. Hm, ganz bestimmt. Ich guck mal, wie lange ist denn der... Ja, ein bisschen haben wir noch. Kleinen Moment. Die andere Uhr sagt mir auch, ein bisschen habe ich noch, bis ich dann los muss. So, okay. Und hier muss theoretisch dann ja noch ein Balken drauf. Jetzt nicht nochmal verbauen. Aber das können wir auch von unten machen. Genau, wir können das... Ja, doch, das machen wir so. Pass auf. Das machen wir so. Hier kommt jetzt sozusagen die, ja, die Decke, also, ne, hier kommt dann, das Zimmer wird hier einfach erweitert. Mein Gott. Jetzt hört aber auf. Das Zimmer wird hier erweitert. Erweiterungszimmer auch genannt. So, also das ganze Haus wird erweitert. Kriegt einfach ein viel größeres Haus, ne. Wahrscheinlich ist es, liegt es daran, dass die erst gedacht haben, naja, so viel so ein Eierverkäufer, Eierzüchter, der macht ja nicht viel Geld. Aber dann haben sie gemerkt, ohne Eier geht gar nichts. Und dann konnte er sich gleich ein größeres Haus leisten. Der gute Mann. Da kann er jetzt mal ein bisschen auf die Kacke hauen und sich auch ein größeres Haus zulegen.
Meine Güte. So, ja. Ist jetzt größer geworden, das Haus. Einfach mal. So, ganz zwischendurch. Hier würde ich sagen, hier guckt er eh noch gegen die Wand. Das heißt, hier wäre es total sinnlos, hier ein Fenster reinzumachen. Dafür kriegt er da eine schöne Stellfläche hin. Wo er zum Beispiel einen Schrank hinstellen kann oder die Urne von seiner Mutter oder so. Keine Ahnung. Ja. Irgendwas, ne? Oder ein Schrank und die Urne. Geht ja auch. Das war falsch. Das war falsch. Den holen wir uns nachher wieder, wenn wir da durchrennen da unten. Wir müssen ja immer jetzt außenrum. So, gut. Hier kann jetzt ein Fenster drauf. Brauchen dann keine Türen mehr rein. Zu viele Türen ist ja auch albern. Hier ein Fenster hin. Was verklicke ich mich denn auch ewig? So. Hier passt das, glaube ich. Ich glaube, es passt sowieso. Wenn jetzt gar nicht jetzt so eine... Ah, nee, nicht ganz. Naja, dann kommt hier... Ja, könnten wir jetzt einen Balken runterziehen oder einfach gerade durch. So. Ja, da zwei schöne Fenster. Hier an der Seite. Hier kann auch ein Fenster hin. Ja. Damit er rausgucken kann. So, und guck mal, jetzt hat er hier doch eine schöne große Butze, oder? Finde ich aber schon. Damit kann man leben, auf jeden Fall. Hier, der Balkon ist immer noch erhalten, wo er zu den Hühnern raus kann. Ja, da muss kein Fenster hin, hatte ich ja gesagt. Hier kann auch noch ein Fenster hin. So, zack, hat er drei Fenster vorne. Mein Gott, was für ein Luxus. Da setzen wir auch gleich mal Scheiben ein, damit wir sehen, wie das dann aussieht. So und so. So und so. Und so und so. Und hier können auch noch Fenster rein. Hier müssen natürlich keine Fenster rein, weil da hat er den Balkon. Alles klar. Dann haben wir hier den Wohnraum. Oh Gott sei Dank. Jetzt gucken wir mal vorne, wie es aussieht. Alter Schwede. Ich gehe gleich hier lang. Ja. Ja, die nehmen wir mit, hatte ich ja schon angesprochen. Ja, das ist doch besser. Dann machen wir hier nämlich, passt auf. Dann werden wir das hier so machen, dass wir, wo haben wir eine Werkbank hier drin, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Manchmal muss man alles nochmal umwerfen. Das ist halt so bei Minecraft. Gut, dass es heute am langen Sonntag passiert ist und dass das sich jetzt nicht über, keine Ahnung, 5 Folgen zieht hier, dieses ganze Drama, was sich hier gerade auftut. So. Also dieses, ne? Ihr wisst schon. Warum kann ich jetzt nichts aus dem Inventar nehmen? Oh. Ich glaube, Minecraft ist gerade am Backen ein wenig. Ich kann nichts aus dem Inventar nehmen. Aufnahme läuft noch. Okay. Schlafen wir mal drüber? Ich kann auch... Okay, Minecraft hat sich aufgehängt. Das hatten wir lange nicht mehr. Wir rennen mal oben zum Bett. Hä? Was ist das denn jetzt für ein komischer Bug? Hat Mojang einfach mir eine... Und ich habe auch hier so ein komisches Steuerkreuz. Naja, okay. Wir schlafen mal. Das geht, komischerweise. Vielleicht ist ja morgen alles besser. Oh Gott. So. Ich kann hier hin und her schalten. Ich kann auch die Stufen. Und jetzt... Ich kann hier nichts mehr aus dem Inventar rausnehmen. Das ist ja eine lustige Sache. Haha. Naja, okay, damit ist dieser lange Sonntag jetzt beendet worden von Mojang selbst. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, alter Verwalter, was macht denn der Opa da? Das kann ich mir nicht mehr mit angucken. Feierabend. Ich kann nichts mehr umpacken hier, das geht nicht. Ich kann hier draufklicken, entweder ist meine Maus im Dutt oder irgendwas anderes. Ja, so können wir natürlich nicht weiterbauen, Freunde. unser bisheriges Resultat von dem Haus. Ja, ja, ja. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, dass da die Tür so ist, ne? Aber ist ja noch nicht fertig. Da müssen wir halt in der Woche dran weiterbauen. Natürlich dann schicker. Was wir noch machen könnten jetzt, jetzt wo wir nichts mehr im Inventar verschieben können, das ist echt witzig. Das hatte ich noch nie. Hatte ich echt noch nie. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr diesen Bug auch schon mal hattet. Das hatte ich noch nie. Immer mal was Neues, ne? So machen wir das natürlich dann. Ups, bin hier ins Wasser auch noch getreten. Naja. Ja. Das ist ein bisschen grob hier, das können wir noch wegnehmen. Den hier auch. Den habe ich einfach zu weit runtergezogen. Da können wir noch Stufen hinsetzen, das können wir noch tun. Und dann ist Feierabend. Befohlen vom obersten Boss, dem guten Mojang, der jetzt sagt, nee, komm, jetzt gibt's aber nichts. Jetzt kannst du hier keine Sachen mehr nehmen aus deinem Inventar. Vielleicht, wenn ich eine Kiste öffne. Vielleicht, wenn ich eine Kiste öffne. Haben wir hier irgendwo eine Kiste? Ja, gut, Kisten haben wir 1000, ne? Ich
pack jetzt einfach mal ein bisschen was raus hier. Zum Beispiel das. Das wieder rein. Okay, und jetzt? Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Okay. Weil mein Inventar voll ist, hat er rumgemeckert. Naja. Okay, aber ich will ja mal gucken. Jetzt geht's alles wieder, oder was? Ja, jetzt funktioniert's wieder. Das ist ja witzig. Naja, gut. Dann können wir auch hier noch das ganz kurz fertig machen. Ja, hab da gedacht, jetzt ist zu Ende. Aber so schnell gebe ich dann auch nicht auf. Aber ist ja schon ein langer Sonntag. Normalerweise sind die ja nicht eine Stunde lang, oder? Doch, was? Eine Stunde? Seid ihr wahnsinnig? So und so. Und so und so. Ha, ha, ha. So sieht das schick aus, oder? Dann machen wir da noch so ein Brett, nageln wir hier noch runter. So, zack. Und zack. Und dann wird das langsam. Dann kommt das Dach noch oben drauf. Die Seite gefällt mir noch nicht ganz hundertprozentig. Dann müssen wir auch in den Hühnerstall, um da, ist ja auch lustig. Jetzt werden wir gleich, wird sich gleich unser Inventar wieder vollmüllen. Da wird es vereiert werden, sozusagen hier. Ja, guten Tag. Hier haben ganz viel Korn, das werde ich jetzt aber nicht in die Hand nehmen. Das könnt ihr voll vergessen. Hep. Und. Hep. Und dann kommt hier nämlich der noch drunter. Und da oben kommt wieder so. Ups. Ja, sieht das schon anders aus, ne? Wenn das ein bisschen eingerahmt ist. Jetzt haben wir schon die ersten 1000 Eier hier wieder. Lass mich mal durch. Und hier sind ganz viele Hühner, die haben hier eigentlich auch nichts zu suchen. Ja. Das sammeln wir alles ein, soweit wir es können. Ja, seht, das können wir schon alles gar nicht mehr einsammeln, weil wir wahrscheinlich voll vereiert sind. Wir wurden hier voll vereiert. So, okay. Alles mitnehmen, was Fleisch und sowas ist. Und dann müssen wir auch bald mal hier die ganzen Eier einsortieren. Was für eine vereierte Folge, alter Schwede. Das auf einen langen Sonntag. Aber ihr seht, wo die Reise hingeht. Nämlich zu einem wunderschönen Haus von unserem... Und den Balken hier, den müssen wir eigentlich dann nochmal rausziehen. Alles klar, Freunde. Weil man auch um das Haus nicht so richtig rumlaufen kann. Das ist auch so ein Problem. Der muss noch einen runter. Runter. Kann man auch mit so Halbstufen machen, natürlich. Klar, gibt dann auch wieder einen vollen Balken. Und dann, ja, hier halt. Genau wie auf der anderen Seite. So und so. Und, so. Wunderbar. Man sieht das ja hier sowieso nicht so richtig. Hier ist der Stall direkt dran. Hier hinten haben wir, ja, hier hinten müssen wir wahrscheinlich überall komplett ein tiefer gehen. Das hier müssen wir einen kleinen Platz hin machen. Und komplett ein tiefer gehen. Also das hier alles weg. Wisst ihr? So, zack. Hier die Stufe weg. Die Stufe weg. So. Dann ist es hier nur ein so ein Tritt, sozusagen. Ein Tritt. Ja, und dann werden wir das hier auch noch alles so wegreißen. Dann müssen wir natürlich noch mal sehen, wie wir das hier hinten mit dem Eierauswurf machen. Ach hey, oh ja. Bloß kein Loch reinbuddeln. Nicht, dass die Hühner da rauskommen oder so. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Und das hier muss alles weg. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, wenn Gras auf einem Block ist, dann kann man das schwerer abbauen, ne? Ist mir neulich erst aufgefallen. Ja, das müssen, dann ziehen wir das hier ein höher, das ist aber kein Problem. Und das hier bis hinten ran, ne? Dann legen wir nämlich auch schön hier unsere Mauer wieder frei. Vorsicht, jetzt wird's gefährlich. Da kommen bestimmt gleich die ersten Hühner durchgeschnübbelt. Ja, hier, Tür mal ganz kurz, ganz kurz. Ne, hol mir die gleich wieder. Und hier muss ja dann... Da ist schon das erste Huhn. Ja, und dann können wir hier nämlich die Eierausgabe machen. Und, ja. Das gibt's dann aber nächste Woche, ne? Nächste Woche geht's dann tatsächlich erstmal hier los an der Eierfarm. Und dann schauen wir mal, ob es Neugedungen weitergeht beim Zordern. Und wenn nicht, dann machen wir uns auf den Weg... wenn doch, dann bauen wir, also wenn sich jemand bereit erklärt, da weiterzumachen, dann bauen wir hier unsere schöne Eierfarm weiter. Sieht schon ganz schick aus. Eigentlich, theoretisch, sieht sie schick aus. Und ja, dann sage ich von dieser Stelle am langen Sonntag, jetzt, was? 39 Minuten, 59 Minuten und 33 Sekunden, sagt mir meine Uhr. Ne, dann machen wir die Stunde voll. Da machen wir die Stunde voll. Das könnt ihr aber wissen. Hier werden wir uns eine Schlachtbank hinmachen. Ein Ofen muss hier unbedingt rein. Zur Hühnerverarbeitung. Muss hier unbedingt ein Ofen rein.
Da müssen wir wahrscheinlich hier das Fenster müssen wir zumachen. Und hier kommt dann der Ofen hin, ne? Genau so machen wir es. Und ja, hier hinten die Kisten. Das müssen auch lange Kisten werden dann. Mal sehen, haben wir jetzt noch schönes, billiges Holz da. Fichti. Darf natürlich wieder Fichti nicht sehen, ne? Dass wir hier das Fichtenholz verarbeiten. Ja, komm. Vier, ja, sechs Stück erstmal. Kisten. Rennen wir nochmal nach hinten. Ja. Ah, ja, ja, ja. Das gibt Ärger. Mit Fichte, hundertprozentig. So, und dann können wir nämlich hier hinten die Truhen auch weiter rausziehen. Das ist ganz gut. Die können weg. Zack, zack und zack. Und zacker. Und dann können wir die ganzen Truhen weiter rausziehen. Was dann bedeutet, dass wir hier natürlich auch mehr drin lagern können. Aber Moment, hier brauchen wir dann eine Redstone-Truhe, ne? Genau, da brauchen wir Redstone-Truhen. Das heißt, wir müssen uns auch noch roten Stein besorgen. Das hier nehmen wir mal alles weg und dann können wir das ganz neu organisieren hier hinten. So, das kommt auch noch weg. Und das auch. Und dann werden wir das ganz, alles ganz neu organisieren. Werden wir nämlich alles so Durchgangskisten hinmachen. Genau, so machen wir es. Ist noch viel Arbeit, ist noch viel Arbeit. Die Tür können wir nicht mitnehmen, klar. Und dann kommt hier hinten sozusagen die Eierabholstelle. Mein Gott, jetzt mache ich aber Feierabend. Liebe Leute, ich sage von hier aus, von diesem hässlichen Hinterhof, der aber noch wunderschön wird, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft, lasst euch nicht vereiern und auf Wiedersehen.